herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg. Ich darf hier auf dem Podium ganz recht herzlich den Gästetrainer Christian Tietz und unseren Cheftrainer Daniel Scherning begrüßen, sowie unsere Gäste in den Businessbereichen. Herr Tietz, dem Gast gehört immer das erste Wort. Ich darf Sie um Ihre Einschätzung zum Spiel bitten. Danke. Ja, war heute ein sehr umkämpftes Spiel. Ein Spiel, wo du wusstest, wo Kleinigkeiten auch den Ausschlag geben können. Mit einem Gegner, wo wir wussten, sehr gefährlich bei Standards. Wir mussten auf der Hut sein bei Umschaltaktionen und hatten zwar Kontrolle drin in der ersten Halbzeit, aber bei den Einwürfen wurde es immer gefährlich bei uns und hatten dann leider die Aktion zum Gegentor gegen uns nicht geklärt und gehen dann hier einzeln in Rückstand und dann kamen wir raus, hatten wir so ein paar Minuten gebraucht, bis es wieder ein Stück weg etwas klarer wurde. Trotzdem immer wieder aufpassen müssen, dass wir keine Umschaltaktionen und dieses Spiel war trotzdem auch so, dass es uns nicht gelungen ist, mehrere richtig klare, gute Chancen herauszuspielen. Wir haben viele, viele Möglichkeiten gehabt, wo es so halb waren und mussten immer wieder aufpassen, dass wir in keinen Konter reinlaufen und entschieden hat das Spiel. Trotzdem finde ich die strittigen Entscheidungen, weil die dann auch so im Spiel ein Stück weit einen anderen Verlauf geben können. Da war heute das Spiel nicht auf unserer Seite gewesen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Tietz. Daniel, dann darf ich dich um deine Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, wenn du gegen Magdeburg spielst, ist es immer von einer großen Herausforderung, weil sie einfach, ich habe das ja vorher betont, auch im Ballbesitz sehr, sehr gut machen, sehr dominant auftreten. Wir haben uns für ein tiefes Verteidigen heute entschieden. Dementsprechend war uns klar, dass wir nicht viel den Ball haben werden, dem Gegner auch bewusst in bestimmten Zonen den Ball überlassen. Wir haben es dann trotzdem, glaube ich, nach anfänglichen Minuten, wo es ein bisschen schwierig war reinzukommen, ordentlich gemacht, haben zwei große Möglichkeiten durch die erste Ecke, wo wir am langen Pfosten einfach präsent sein müssen und den Kopfball von Philipp. Und machen dann in einer ganz guten Phase von uns das 1-0. Man sieht dann aber auch so insgesamt in der ersten Halbzeit, dass wir ein bisschen was an Umschaltmomenten auch weggeschenkt haben, dass aber auch ein Gegner sich mittlerweile sehr, sehr gut auf uns einstellt, auf das, was wir gut können. Da hat es Magdeburg dann auch geschafft, oft Tiefe wegzunehmen. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir auch in der Lage sind, dann andere Lösungen im Umkehrspiel zu haben. Mitte der ersten Halbzeit dann, glaube ich, die Schusschance von Artig und die Standardsituation, die drüber geht, ein bisschen Glück gehabt. Trotzdem haben wir es gut wegverteidigt, so in den Räumen, wo Magdeburg einfach auch gefährlich ist. Wir wussten dann auch, dass die zweite Halbzeit mindestens genauso intensiv, schwierig, umkämpft sein wird. Und haben eigentlich jederzeit versucht, alles reinzuwerfen. Ein bisschen wenig Entlastung zwischendurch gehabt. Man hat dann auch gesehen, in den Phasen, wo wir die Entlastung hatten, das tat uns immer wieder gut. Wir sind zu Kontersituationen gekommen und hätten sicherlich auch das Zweite machen können, machen müssen. Und so ja, wird es dann bis zum Schluss auch nochmal spannend. Ich bin natürlich trotzdem sehr, sehr stolz auf die Jungs, weil sie in jeder Phase alles reingeknallt haben. Sieht man auch beim Tor, langer Einwurf. Erste Ball, zweite Ball, dritte Ball, vierte Ball. Wir haben eine gute Quantität in der Box und brauchen uns nicht für entschuldigen, dass wir über so eine Situation auch ein Spiel gewinnen in der zweiten Liga. Das gehört dazu. Ist gut gewesen in diesen Phasen von uns. Ein wichtiger Sieg. Trotzdem demütig bleiben, bodenständig bleiben, die Woche gut arbeiten, weil nächste Woche Samstag ein anderes Spiel auf uns zukommt, aber ich glaube eins, was mindestens genauso schwer wird. Danke auch an dich, Daniel. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Leonhard Hartmann von der Braunschweiger Zeitung. Wenn Sie auf die Tabelle schauen, wie werten Sie den Blick da gerade im Keller? Oder noch gar nicht drauf geguckt? Kannst du mir sagen, wie es aussieht? Punktgleich mit Schalke und alle anderen so ein bisschen das in Reichweite. Ich vorher, wenn wir gewinnen. Und dass das die Folge ist, dass wir punktgleich mit Schalke sind, wusste ich. Ich habe das der Mannschaft auch, ich glaube, gestern war es gesagt, ich möchte nicht, dass wir uns zu sehr mit der Tabelle beschäftigen, dass wir zu sehr damit beschäftigen, was andere machen, was Rostock macht, was Magdeburg macht, was Schalke macht, was Lautern macht. Wir müssen auf uns gucken. Wir müssen unser Spiel durchdrücken in den Phasen, in denen wir es durchdrücken können. Man hat auch heute gesehen, welchen Weg Magdeburg so in den letzten Jahren gegangen ist. Sie sind sehr ballsicher, sie haben eine gute Idee. Klar wollen wir uns auch Stück für Stück in solche Momente auch selber weiterentwickeln. Das hat uns heute so ein bisschen gefehlt, die Klarheit mit Ball. Da sind wir noch nicht so auf dem Level, wo ich die Mannschaft jetzt schon gerne hätte und wo wir auch hinwollen. Und da geht es bei uns bleiben, auf uns gucken. Alles andere können wir eh nicht beeinflussen und kostet nur Kraft. Da gibt es eine weitere Frage. Ich bitte um Nennung des Mediums und des Namens. Vielen Dank.
Ja, hallo zusammen. Yannick Sammert von der Magdeburger Volksstimme. Herr Tietz, Neuenberger, Piccini und Aslan standen heute nicht im Kader. Könnten Sie da die Gründe bitte erläutern und wie sich die Akteure dann entsprechend auch in der Trainingswoche präsentiert haben? Ja, ziemlich einfach. Wir haben momentan bis auf Polarsbeck alle Spieler an Bord und wir können 20 Spieler nominieren. Und da haben wir uns für verschiedene Nominierungen entschieden. Und ein Argument war natürlich auch, dass wir Castaños und Schuler mit in den Kader genommen haben. Dann war es klar, dass auch Spieler weichen müssen. Das ist klar. Darf ich eine weitere Frage stellen? Gerne. Die geht in dem Fall an den Heimtrainer. Herr Tietz, Sie hatten wiederum vorher schon erläutert, die strittigen Szenen. Es gab natürlich auch auf der anderen Seite in der ersten Halbzeit mit Heber, der war ja verwarnt, die eine Szene, wo er nochmal einen Foul zieht. Herr Scherning, wie haben Sie die Szene wiederum gesehen? Die zweite Szene ist für mich eine ganz klare gelbe Karte und dementsprechend auch ein Platzverweis. Die erste kann ich nicht bewerten, weil ich es nicht gesehen habe, aber für die zweite ist im Konter. Ich glaube, kann daraus eine Gleichzahlsituation auch mit viel Raum entstehen. Dann ist es für mich eine gelbe Karte. Kann spielentscheidend sein, definitiv. Hinten raus die zweite, muss ich sagen, habe ich auch noch nicht gesehen. Kann ich nicht bewerten. Aber die in dem Moment, in der 30. Minute, für so eine Situation, ist für mich eine klare gelb-rote Karte. Danke. Da gibt es eine weitere Frage. Bitte schön. Sabrina Romoski, bitte. Herr Tietz, Sie haben ja Schuler und Castaños mitgenommen, aber nicht von Anfang an aufgestellt. Warum eigentlich nicht? Weil beide noch nicht im körperlichen Zustand sind, um über eine volle Spielzeit zu gehen. Sie haben die strittigen Szenen angesprochen. Meinen Sie Ed Artig und El Fadli? Und wenn ja, wie haben Sie beide gesehen? Ich habe Heber gesehen. Und ja, beim zweiten Foulspiel, wo er nicht gelb kriegt, ist eine gelbe Karte. Beim ersten Foulspiel ist korrekt, der hält ihn an der Schulter. So wie er übrigens beim Gegentor gegen uns auch an der Schulter gehalten worden ist. Also das eine Mal macht er Foul und das andere Mal ist dann ihm kein Foul. So kann man die Situation auch bewerten. Deswegen hätten wir uns nicht beschweren können, aber aufgrund der ersten Situation war es dann nicht so. Und bei den Aktionen an Lukas Schuler und Baris Atik war es ein klarer Kontakt. Und wenn wir in der Box drin sind und ein Spieler foult uns mit seinem Fuß oder betrifft uns, ist es 11 Meter. Und dann gibt es nichts zu diskutieren, ob davor einer wegrutscht oder ob davor einer falsch gelaufen ist. Das ist die Aktion. Und ich wäre grundsätzlich gar nicht so enttäuscht darüber, aber das sind spielverändernde Situationen, auch die Aktion an Daniel Fadli, wo ich jetzt erfahren habe, dass der VAR sich bei der zweiten gelben Karte nicht einschalten kann, weil das war das Einzige, was wir uns gewünscht haben. Und bei den beiden Elfmetern war es, wenn man die Bilder sieht, war es ganz klarer Kontakt und damit hat eine Entscheidung zu folgen. Er schaltet sich halt nicht ein, weil er es nicht darf. Wie finden Sie diese Regeln? Ich spreche auch danach vernünftig mit den Leuten. Ja. Es gibt ja viele komische Regeln. Ich bekomme gelb heute, weil ich für das Verhalten meiner Bank verantwortlich bin. Das heißt, wir haben Regelungen, wo ich mir wünsche, wir haben einen VAR, der ist dafür da, dass er strittige und spielentscheidende Szenen sich anschaut. Das war eine, hätte er sich eingeschaltet, war das in der Tat ein harter Zweikampf, das will ich gar nicht bestreiten. Aber der Spieler spielt zuerst den Ball und damit hätte er es nicht gelbwürdig gemacht. Letzte Frage, Expected Goals 3,05 zu 0,78 sprechen aber auch eine eindeutige Sprache. Ja, das ist korrekt. Das ist natürlich auch, weil wir wissen, dass der Gegner auch wirklich dann zum Schluss in einige gute Umschaltaktionen hatte. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann wünsche ich unseren Gästen einen guten Heimweg. Viel Erfolg für den Rest der Saison. Schönen Sonntag zusammen. Tschüss.